Jo Leute, willkommen zum vierten Part von Paper Mario, The Origami King. Ich habe nach dem letzten Part halt eben Schluss gemacht, weil ich schon so zu viel drauf hatte. Ich wollte unbedingt weiterspielen. Es ist jetzt ein paar Tage her. Ich habe gerade gesehen, die Speicherdaten, also das ist ja mit Account auswählen, die Speicherdaten sieht man sogar hier genau auf einem Bild. Man sieht genau hier, ich bin im Tunnel. Auf der rechten, es gibt noch keine Speicherdaten. Das fand ich auch, also bei Luigi's Mansion 3 hatten die das zum Beispiel nicht. Ich weiß gar nicht, Luigi's Mansion 3, war das nicht 2019 sogar auch ein Spiel? Ich weiß nicht, wann das rauskam. Egal, wir gehen in die wir gehen in die Graffiti-Kanäle und... Da kann ich auch noch zu was sagen. Also... Am Ende des Spiels werden wir hier nochmal hingehen müssen, weil der Tunnel verändert sich während des Spiels. Ich sag, wenn wir ein Kapitel abschließen, war es glaube ich so, dass hier neue Graffiti und so entstehen, halt Storyverlauf technisch. Toad. Vortrefflich, ich bin gerettet. Oh Mario, ich wusste die Flucht hierher. Ich musste die Flucht hierher antreten, um mich dieser grässlichen Fallschergen zu verstecken. Pardon, ich sollte mich wohl vorstellen. Ich bin der Kurator. Ah, das ist der von Myko Museum in Toad Town. Das, was wir oben schon gesehen haben. Da kann man Pokale sammeln in gewissen Minispielen. Die sind zwar, ja, wie ihr schon sagt, hier Münze, Musik, Schätze und sonst was. Marino. Leo, Marino, ich versuche mir lieber diese Worte als das Gesicht dieses Toads zu merken. Das ist auch besser so. Also ich schwöre, wer alle Toads von Princess Peach so auf einmal so vorbeilaufen kann und sagen kann, das ist Stuart, Gustav, Steven, Günni, Stepsis, was auch immer. Wer das schafft, Respekt. Hey, eine Röhre, wo die wohin führt. Ich wette, du kannst es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Oh, hier steht ja alles unter Wasser. Wasser ist gar nicht gut, wenn man aus Papier ist. Ganz und gar nicht. Ja, dann... Oder wir springen runter. Nicht mal einen Vorteil machen. Jetzt nerven die aber echt ein bisschen mit den Scharenschlachten oder insgesamt mit den Schlachten. Am Anfang ein Tutorial, eine Schlacht gegen Ende. Das war actually eine nette Idee. Also ich glaube, die versuchen jetzt einfach nur hier halt das Ordnen nochmal richtig einzukriegen, wenn man das später echt braucht wie Scheiße. Kannst nicht ordnen und dann... Also wenn du kein Rätselmeister bist, dann kannst du dir selber in die Beine schießen. So, zack, da hätten noch die Toads, die uns anfeuern. Sogar mal kostenlos. Ich drücke mal zu früh. Na ja, geil. So, ach, oh, die hat einen Faltkreis. Oh lol, sollen wir das Rad drehen? Toll, ein Faltkreis. Haben wir den gemeinsam, die gemeinen Faltschergen in etwa versteckt? Nein, Gott hat zu uns gesprochen. Wie muss ich das machen? Ich muss den Controller einmal um sich selbst halt drehen, aber... Pff.
wollte gerade sagen, soll ich hier nicht schnell wegrennen, dass da gerade. Ich muss sagen, die Ebene hat echt was. Also insgesamt in diesem Spiel, diese einzelnen Rätsel, die sind schon echt gut gestaltet. Aber diese Olivia, die ist so genau wie Navi aus Ocarina of Time. Die kann nicht ihre Fresse halten. Ne, können wir nicht durch. Oh, 16. Pff, dafür ist das einige. Stimmt, wir kriegen immer so eine 100% Anzeige. Wie auch bei Unsichtbarem. Ach, schade. Kann ich hier schon hoch? Oh, der Boss. Dann würde ich am liebsten eben das hier machen. Hier sind unsichtbare... Ja, ich wusste es. Da hier unsichtbare Blöcke. Alle haben wir im Graffiti-Kanal. Nice. Aber noch nicht alle Löcher, glaube ich. Oh, wer ist hier denn? Das ist doch ein Toad. Oh no, a Toad. A Toad, Bro. Scheiße, wie macht das jetzt? Achso, so. Ich habe das gerade irgendwie andersrum gesehen. Dass sie dann so komplett einzeln auseinander sind, aber... haben wir wenigstens ordentlich Münzen. Wenn wir Richtung ersten, ich sag mal, Titan kann man das eigentlich nicht nennen, aber ich glaube, wir müssen über das Tier. Seht ihr? Jetzt habe ich das Timing komplett verkackt. Jetzt habe ich halt noch nicht mal irgendein Perfekt-Dings gemacht. Weil das Timing beim Hammer ist so präzise. Und letztes Loch auf Ansage. Was? Nein. Mario! Danke, dass du mich ge... Also Toast haben wir auf jeden Fall, aber... Ich glaube, der Ehrenbruder ist... ...bad gegangen. Kann es vielleicht sein? Triggert mich gerade so, dass ich das jetzt nicht habe. Ich mach kurz Backtracking. Tatsächlich, oh, wie blind. Ich wusste, es müsste irgendwo links an der Wand gewesen sein, aber es war immer hier ein Schalter. Und da konnte es nicht gewesen sein. So blöd bin ich nur euch. Oh. Ja, wir haben alle Schatzminis tot. Fragezeichenblöcke, unsichtbare Fragezeichenblöcke. Das wollte ich nicht. Nein, ich will das nicht. So. Und ja, wir haben so ziemlich alles. Da würde ich sagen, let's go on the road. Hey, wir haben es geschafft. Wir sind am Eingang des Pilzpalasts. Coole Sache. Das mit dem Kanal. Ich meine, wir sollten uns wohl nicht zu früh freuen. Wir müssen deinen Bruder finden und seine grüne Mütze. Bruder, Mütze wichtiger, ich schwör. Hm.
Komm, belohnt mich. Nintendo. Belohnt mich. Hurensohn. Ich weiß nicht mal, ob hier wirklich... Oh. Ist der Schrotthaufen auf den Palast geflogen? Also mein Bruder ihn gebraucht. Oh. Ich hab gar keinen Plan, was ich gelesen habe. Das sieht ziemlich schwer aus. Ich glaube nicht, dass wir das so alleine aus dem Weg schaffen können. Du kannst alles schaffen, wenn du an dich glaubst. Das kannst du nicht. Aha. Schade, ich habe ein Secret im Secret gerochen. Mein 19. Sinn. Oh. Hier sieht nicht mehr so aus, als wäre da einiges da. War zu tot? Die Mütze deines Bruders. Hm. Jemand hat einen ganz kleinen Buchstaben Luigi auf die Innenseite geschrieben. Ist das etwa, was Luigi tun würde? Da war Bowser. Hilfe. Hui. Es wird fast so, als hätte die Mütze mit Luigi Stimme zu mir gesprochen und um Hilfe gebeten. Ich bin zusammengefaltet irgendwo, vielleicht zwischen den Dimensionen. So hilft mir jemand. Das haben wir schon wieder. Schon zwischen den Dimensionen zu stecken. Der arme Luigi. Bestimmt hat er wegen meines Bruders ein schlimmes Schicksal erlitten. Ja, kannst du ihm das als Andenken behalten? Ich kannte Luigi nicht, aber ich vermisse ihn trotzdem. Oh, es ist hart, dass es so gekommen ist. Aber wir dürfen uns nicht aufhalten lassen. Wir werden deine Mützen Ehren halten, Luigi. Oh. Nice cock, Bro. Nein, vergiss mich nicht, Mario. So viel Versteckpotenzial gefüllt. Komm, ruf da. Ja, Luigi, halt die Fresse. Bam. So, jetzt machen wir mal im Mario diese Pass. Oh. Da ist er. Freeze sieht nice aus. Wir haben nie an die gezweifelt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, zwischen den Dimensionen zu stecken. Es war ein Scheiger, aber kein gewöhnlicher Scheiger. Er war so stämmig und kantig. Einer von diesen Faltspaltern. Spaltfaltern. Opa.
Ja, dann Bro, dann hol dir deine Mütze. Meine Mütze? Aber was ist denn mit dem ganzen Palast passiert? Wir haben renoviert. Glaubst du uns das? Wo ist Prinzessin Peach? Die weiß nicht, dass wir ihr Haus renoviert haben. Und wenn sie sehen würde, wäre sie pisst. Oh, ich dachte, dass du mich mehr darüber freuen würdest, deine Mütze wiederzusehen. Oh. Nun ja, mein Bruder hat Prinzessin Peach samt Palast mitgenommen. Oh. Wir arbeiten gerade daran, aufzuhalten. Bäh. Wie Telekom an ihr Dings arbeitet. An Glasfaser. Wir arbeiten dran. So, wir machen jetzt Pause bis 20:30. Frühestens. Ja, stimmt. Er sucht einen Palastschlüssel. Das ist auch eine sehr lang ziehende Story. Er hat halt immer Schlüssel, die aber zu gefühlt nichts gut sind. Oh, ich finde die Dialoge irgendwie so nervig, weil die labert manchmal, so wie man das von gewissen Personen kennt. Oh, Quentin. Die wiederholt so viel, Olivia. Das nervt. Ich will das scheiß Spiel spielen, wenn ich ihr Gelaber hören. Die Spülmaschine kann nicht brechen. Na geil, jetzt sind die Kommentare wieder ganz positiv gestimmt. Komm hier. Auf Ansage. Och komm, das ist so ein einsamer Spot. Ey, komm. Okay, der weiß, wie man fährt. Sieht man auf dem Boden schon. Der hat Stein so beschmutzen können. Bruder muss los. Warte, wie ist der über... Yo! Formel-1-Fahrer, ich sag's. Ja, aber wir können jetzt durch. Vor- und Nachteile. So, muss kurz Laptop retten, war wieder auf 10% gefühlt. Speicherblock, ja, komm, machen wir mal. Ach, komm schon. Gehen wir mal hier hoch auf die Mauer. Boah. Ja, den Palast haben wir gefunden, aber die Luftschlangen blockieren uns irgendwie den Weg. Wir müssen erstmal die Luftschlangen loswerden. Oh, die rote Luftschlange geht da entlang. Hm. Ja, Olivia sagt, wir sollten der folgen. Abgekürztes Frauengelaber. Bla 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 bla. Folgen, folgen, folgen. Oh, hate. Bitte so hilft mir doch jemand. Ich bin hier irgendwo zwischen den... Warum machen die alle diesen scheiß Dimensions-Joke? Es wird nicht mehr... Es ist nicht mehr witzig. Warte mal, der Gumba auf dem Turm. Come on.
sehen, der tanzt da oben einfach so. Full Stop. Vielleicht zwei. Das war. Wäre es einer gewesen, hätte ich gefragt, hä? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt springen muss in dem Sinne. Also er macht ja auf jeden Fall Schaden, ohne dass ich halt diese perfekt drücke in dem Sinne. Ich glaube, ich muss jetzt sogar noch gar nicht richtig springen, weil die sind so schwach, die Dinger. Aha! Der war sogar The Yellow from the Egg. Oh, wer kennt's? Diese irgendwie... Keine Ahnung, du hast ein Müsli und dann hast du diese komische Verpackung mit diesem Verschluss. Leute, sind tot? Ey, ich schwöre, ich hab gewusst, dass auf jeden Fall zweimal dieser Joke gebracht wird mit ich bin zwischen den Dimensionen gefangen. Aber ein drittes Mal? Vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich endlich zurück zu meinem Laden in Toadtown. Dann lasse ich nämlich mir ungern länger für ein paar Minuten alleine. Oh. Mann, und die Brücke ist doch kaputt. Immer so kaputt. Wie soll ich denn jetzt zu meinem Laden zurückkommen? Ich habe 100% der Toads in Toadtown. Oha. Können wir dir irgendwie helfen? Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast sie repariert. Ich danke dir, Bruder. Ich werde sogleich meinen Laden eilen und gerade das Exemplar. Oh. Bruder, ich brauche keine hier Items. Ich sag dir später, brauche ich wie sonst was, aber jetzt nicht. Ich folge dir sofort. Ach, das... Oh. Komm her, du Hurensohn. Mir geht's einfach nicht über Wasser. Aber wenn ich auf Papier bin, meine Freunde sagen, ich bin mit allem Wasser gefangen. Du siehst so aus, als kann man dich nicht retten. Naja. Ja, cool, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja gut, dann machen wir kurz eben hier unten, da der Shop. Ja, hier irgendwo. Hier. Zubehör. Was? Hurensohn. Hat er jetzt noch nicht auf? Mach ich nicht. Wobei. Nee, doch, der hat gesagt Zubehör. Das ist der für ein Zubehör. Warum hat er denn noch nicht auf oder wie? Kann irgendwie von anderen. Ach, ich weiß. Ich weiß, ich glaube, man sollte da noch gar nicht hin. Egal. Wir gehen wieder hin. Ist ja kein langer, kein weiter Weg. Boah, schade. Also ich dachte jetzt schon, man könnte jetzt in den Shop. Das ist ja echt schon Enttäuschung hardcore. Ich bin gerade so enttäuscht wie. Wenn Nintendo wieder mal eine Indie Direct macht. Da kriege ich auch wieder das Kotzen von oben und unten. Da will nichts Schlimmeres. Du freust dich so auf Nintendo Direct und dann sagen die irgendwie so 50 Minuten Indie. Wow, wie viele Löcher. Okay. Doch, wir sind tot. Ich habe mich schon so lange in diesen Blättern versteckt, dass ich ganz grün geworden bin. Moment mal. Nein, das kann doch nicht. Heißt das dann, dass... Schwarze... Oh mein Gott, ein schwarzes Loch macht Menschen... Oh mein Gott. Spaß, 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 Spaß. Alles Joke, Bros. Girls and Bros, Bros and Bros.
Bros and Yos. You Olies and Hoes. Ja, bunte Blumen, blauer Himmel. Die Fresse. So, damit sind wir auch, glaube ich, schon im ersten Gebiet. Würde ich gerne ein paar Löcher ohne Kampf. Oh. Geiler Stecher. Und tot, lol. Okay, hier liegen einfach so drei Toads so zusammengefaltet. Was macht... What the fuck? Was macht er da hinten mit dem einen? Friss er den grad? Ich glaube, die haben gerade ihr Wischen was gemacht. Hier. Oh, scheiße. Weil die doch nicht. Bam. Hab überlegt, soll ich hier rumschieben? Weil die Nodes hier schieben. Schieben, schieben. Als 16er Hund. Mach mich nicht platt. Habe ich den jetzt gesaved oder nicht? Ach, ganz ehrlich. Ist mir scheißegal. Nur das verpisse ich einfach, du Hurensohn. Nice, wir kriegen auch immer hier einen Farbbeutel. Ehre. Die spendieren. Und noch einen. Oh. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Ist hier noch irgendwas? Nee. Achso, das ist. Also. Oh! Eine Feuerblume. So. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich ein bisschen mehr kämpfen möchte, aber. Das ist langsam auch ein bisschen viel, also das wären das auch. Sogar blind gemacht, lol. So, ich würde sagen, mit der Schlacht hauen wir auch das Video zu Ende, weil 34 Minuten habe ich auch irgendwie Glück gehabt. Also ich weiß, die kriege ich nicht zum Zugucken. Weil der guckt sich, wenn überhaupt, nur 12 Minuten Videos an, aber als Let's Play. Not possible. Darum würde ich sagen, komm, holen wir uns den Block noch und dann... Ah, 1 zu 4, 1 zu 4, 1 zu 4 Gewehr. Ein Huni. Wir haben ein bisschen mehr als ein Huni verdient. Da würde ich sagen, liken, abonnieren, auf Discord abonnieren, auf Twitch abonnieren, also auf Twitch folgen. Abonnieren könnt ihr natürlich auch, wenn ich das irgendwann mal freischalten darf. Ich brauche ein bisschen Kohle. Ja, egal, macht halt das, was ich gesagt habe, was kostenlos ist am besten. Und ja, keine Ahnung, bis zum nächsten Mal.